Heute wird Ordnung gemacht. Wir verraten euch klasse Ordnungshacks. Wer Ordnung machen will, muss zuerst Unnötiges ausmisten und entsorgen. Altpapier könnt ihr ganz einfach zusammenbinden, indem ihr ein 2-3 Meter langes Stück Paketschnur zweimal zusammenlegt und in das Ende einen Knopf macht. Diesen legt ihr in die Mitte des Sammelbehälters, die beiden Schlaufen legt ihr so wie gezeigt über die Ecken des Behälters. Nun könnt ihr euer Altpapier sammeln und einfach in den Behälter legen. Wenn ihr das Altpapier nun für die Abfuhr bereitstellen wollt, die beiden Schlaufen bloß noch zusammenbinden. Dank den Schlaufen könnt ihr das Bündel sogar einfach tragen. Um den Kabelsalat von Ladegeräten für Smartphones, E-Reader etc. verschwinden zu lassen, basteln wir uns eine Ladestation. Dazu schneiden wir ca. 4 Löcher in die Seite einer Schachtel und montieren je eine Öse. In einer Ecke trennen wir die Schachtel durch und schneiden in der unteren Ecke ein Stück heraus, um das Stromkabel einer Steckleiste durchziehen zu können. Die Steckleiste legen wir in die Schachtel und stecken die Ladekabel unserer Geräte ein. Jedes Kabel ziehen wir nun durch eine der Ösen und fertig ist die Ladestation, die unseren Kabelsalat unsichtbar macht. Apropos Kabelsalat, Kabel, die aktuell nicht in Gebrauch sind, am besten aufwickeln, in eine Klorolle stecken und so in eine Schachtel geben. Damit habt ihr den perfekten Überblick über eure Kabel. Hiermit zaubern wir uns einen Ordnungshelfer für die Küche. Eine Dose dicht mit Schaschlikspießen befüllen und schon haben wir uns einen klasse Messerblock selbst gemacht. Damit ihr Plastiktüten mehrmals verwenden könnt und sie dennoch nicht überall rumliegen habt, könnt ihr sie einfach in eine leere Taschentuchbox stopfen. Bei Bedarf könnt ihr nun eine Tüte herausnehmen. Und nach dem Verwenden könnt ihr Tüten auch ganz einfach wieder in die Box verstauen. Auch bei Schnupfen sind leere Taschentuchboxen super praktisch. Klebt diese mit doppelseitigem Klebeband einfach an eure volle Taschentuchbox und schon habt ihr einen praktischen Mülleimer für eure gebrauchten Taschentücher. Zum Schluss noch zwei kleine Tipps für Kleider und Schuhe. Gummibänder um die Enden eines Kleiderbügels befestigt verhindern, dass die Kleider vom Bügel rutschen. Leere Plastikflaschen kopfüber in Stiefel gestellt sparen euch das Geld für Stiefelspanner. Das war's von diesem Video. Wir wünschen euch gutes Ordnung machen und schaut doch noch weitere Videos von uns an, denn wir sind die Lifehackerin und versorgen euch mit Tipps und Tricks in allen möglichen Lebenslagen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Hack. Tschüss!